Was geht, Freunde aus dem Welt? Wir switchen rüber und let's rock! Die Deutsche Bahn. Ursprünglich erfunden, um Kohle aus dem Loch rauszuholen und jetzt muss die Kohle irgendwie wieder zurück ins Loch. 30 Milliarden Euro Schulden hat die Deutsche Bahn. Das kann man leicht falsch zweideutig sehen. Mehr als... Und dieses und das, obwohl die Preise so hoch sind. Ich fahre schon jahrelang keine Bahn mehr und ich weiß auch warum. Finanzloch in der Größe meiner Wut. Nicht nur, weil der Service nicht stimmt und sie immer unpünktlich sind, sondern, naja, die Preise sind auch nicht unbedingt angenehm. Die im Ruheabteil laut telefonieren, muss ja irgendwie gestopft werden. Es gibt ein Ruheabteil? Werden. Aber das warum schafft man nicht? Ja längst nicht mehr, nur mit immer teureren Tickets und Tarifen. Und deswegen gibt es seit der Jahrtausendwende den Deutsche Bahn-Shop. Oh nein. Gibt's echt so viele deutsche Bahnfans, die da was kaufen würden? Zugfans, okay. Züge sind ja auch geil. Aber direkt Fans von der Deutschen Bahn? Na, ich weiß ja nicht, ob man Fan von Unpünktlichkeit sein kann. Wobei ich sagen muss, unsere Bahn ist eigentlich selten unpünktlich. Haben wir ein Ticket dafür, dass sie scharf sind? Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass halt wir nur eine Verbindung haben hier. Also wir haben nur ein Gleis, das geht nach links und nach rechts und das war's. Muss Katie ein bisschen drehen, sonst... Können Sie sich mal hier hin? Geht das so? Da ist kein Gesicht, Mann! Ja, du nimmst mir hier nicht mein Rampenlicht. Bin wieder da, Zug fährt ab. Da kann man dann tolle Dinge kaufen wie... ein Deutsche Bahn-Insektenhotel. Hä? Was? Sorry, Ungeziefer fährt doch schon allein mit der Deutschen Bahn, seitdem Fußball erfunden wurde. Apropos Insekten, es gibt auch einfach Honig von der Deutschen Bahn. Gleisgold! Na toll, und der ist dann so spät gemacht worden, dass er schon schlecht ist. Ja, warte mal, wird Honig überhaupt schlecht? Überleg mal. Da fährt so selten ein Zug auf den Schienen. Da wohnen Bienen. Okay, das war ein Witz. Der ist ganz geil, der Honig. Kann ich nicht haten. Aber es gibt natürlich auch praxisorientiertere Produkte für echte Reiseprobleme. Die Lösung... Das Problem ist halt bloß, wenn ich da heute was bestelle, kriege ich das erst in 2 Jahren? Weil Pünktlichkeit und so ist ja nicht gerade groß geschrieben. DB für volle Pendlerzüge mit zu wenig Sitzen? Ein faltbarer Hocker. Und nein, ich verarsche euch nicht. Was? Der hat nicht alles gekauft, Alter. Ja. Ja, Premium-Verpackung, Alter. Den hol ich da mal aus. Oh mein Gott, ich hab Angst. Oh. Jo, und dann klappt er einfach zusammen, wenn du drauf sitzt, Alter. Oh, oh. Ja, fühlt sich an wie Beton. Ja, schön. 5 Euro für eine Sitzplatzreservierung oder nur 29,90 Euro für einen stylischen Hocker. Du. Das ist ganz schön teurer Stein. Du entscheidest. DB, was soll das? Verspätung, umgekehrte Wagenreihung, Zugteilungen, Hamm klappt nicht, Tür schließt nicht, Tür geht nicht auf, Person im Geist, aber nicht in der Lok. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und genauso, wir können nicht fahren, weil 30 cm Schnee liegen. Wir haben nicht mit Schnee gerechnet. Im Winter. Wir können nicht fahren, weil es zu warm ist. Die Klimaanlage funktioniert mal wieder nicht. Wir können nicht fahren, es ist Herbst, es liegen Blätter auf dem Gleis. Das ist eure Antwort. Als Berufspendler in stetig überfüllten Zügen. Digga, was kommt als nächstes? Verkauft mir die Deutsche Bahn noch ein Reiseklo, falls mal wieder ein WC-Defekt ist? Nö. Aber du kannst so einen ollen ICE-3-Sitzplatz... Ja, ich würde einfach aus dem Fenster scheißen. ...der ersten Klasse kaufen. Nur für den Preis Bonn-Berlin Hin- und Rückfahrt mit 2 Personen. Und nimm Hund. Ihr denkt, ich mach Witze. Aber die verkaufen auch mehrere Uhren im DB-Look. Ey, sorry, Deutsche Bahn. 2 Dinge. Ich finde das ja schon mies, als eingeführt wurde, dass man fürs Fahrrad in der Bahn auch 1 Euro zahlen muss. Vielleicht ist es mittlerweile schon mehr. Es gibt extra Stellplätze für diese Fahrräder, damit sie nirgendwo sonst rumstehen. Weil früher bei uns war es zum Beispiel so, in den Zügen, in den ersten damals, da gab es keine Stellplätze für die Fahrräder. Jeder hat sein Fahrrad oft mit am Platz stehen gehabt und du kamst dann schwer durch die Gänge. Da kann ich es noch nachvollziehen. Auch dann kamen Züge, wo Stellplätze für Fahrrad drin sind. Sogar ausgeschilderte Stellplätze, kennt ihr bestimmt alle. Gibt es ja in Großstädten wahrscheinlich schon länger. Ab da musstest du 1 Euro zahlen, um dein Fahrrad mitzunehmen. Yo, wir sollen mehr Fahrrad fahren und weniger Auto, aber die Bahn verlangt Geld dafür, dass wir das Fahrrad mitnehmen. Ja, da steige ich doch lieber weiterhin in mein Auto. Erstens, wer gibt 279 Euro für eine Uhr aus, die aussieht, als wäre ich am Frankfurter Bahnhof? Und zweitens, warum würde ich mir von euch eine Uhr kaufen? Stop to go, ja? Okay. Das ist auch das Motto auf den Schienen, wie mir scheint. Ein Halt wird als pünktlich gewertet, wenn die planmäßige Ankunft... Die Frage ist dann, ist die Uhr auch pünktlich? Nicht, dass da Mitternacht draufsteht und dabei ist es draußen schon 6 Uhr. Zeit um weniger als 6 bzw. 16 Minuten überschritten wurde. Ich hab doch auch keine 1 in Mathe, wenn ich nicht schlechter als eine 4 war. Die iPhone 11 Hülle ist bei euch im Shop als Neuheit drin. Bisschen spät, oder? Nur fürs Gefühl. Na gut, bei der Hülle könnte man den Vorteil haben, wenn dein Handy runterfällt, dass die Hülle erst ein paar Tage später kaputt geht. Das iPhone 11 würde in Menschenjahren nächstes Jahr eingeschult werden. Mhm. Und damit... Für ein iPhone 11, Alter, jetzt noch? Was geht da ab? Na gut, es gibt noch viele, die iPhone 11 haben. Ja? Der Mann in der... Achso. Wo ist mein Intro? Es kommt auch verspätet. Und
Informationen zum Intro an Gleis 3. Heute circa 13 Minuten stärker. Bahnfahren in Deutschland ist absolute Selbstgleiselung. Das ist wie gehen ohne Füße oder trinken durch den Po. Funktioniert. Oh, wir hatten es auch schon mal bei uns an der Bahn. Das ist auch schon ewig her. Ich weiß ja auch nicht mehr, ob das heute immer noch so mit der Unpünktlichkeit ist. Aber damals, da kam die Bahn, also machen sie so eine Durchsage. Die Bahn hat leider Verspätung, nennen natürlich keinen Grund. 10 Minuten später. Denke ich mir, okay, kein Problem. 10 Minuten, ich hab's ja eh nicht eilig, ne? Nach 15 Minuten, die Bahn hat doch noch 15 Minuten später Verspätung. Okay, ja, kein Thema. Hätte man ja nicht 2 Minuten vorher einfach schon Bescheid sagen können, ne? Also die 15-Minuten-Nummern, die Bahn kommt heute leider gar nicht wegen verspäteter Verspätung. Hey, but du Nat! Aber fühlt sich nie gut an und braucht meistens auch länger. Und du, hör bloß auf so zu tun, als wäre die Kommentarspalte der YouTube-Ruhebereich. Nach all den Stories, die ich in vollen Zügen genießen durfte, will ich euer Leid auch lesen. Hat bei euch auch mal jemand den fahrenden Porzellangulli dermaßen voll Nutella, dass das neu gestrichen werden musste? Bei mir was? Schon? Zweimal! Schreibt mir eure Bahngeschichten doch mal volle Fahrt und das Bord. Wow. Und damit dann zu meiner heutigen Frage. Deutsche Bahn, was ist eigentlich falsch mit euch? Aber ich hatte es sogar mal, ich bin eingestiegen. In unseren alten Zügen waren so Fahrkartenautomaten, deswegen hat auch selten einer kontrolliert. Und wenn es mal vorkam, dann hat jemand kontrolliert. Ich steige so ein, Fahrkartenautomat geht nicht. Okay, kaputt, cool, braucht keine Fahrkarte. Kommt natürlich Kontrolleur und ich muss doch Fahrkarte kaufen bei denen. Der sagt so zu mir, Fahrkarte bitte. Ich so, hab keine. Der so, ja, das ist Schwarzfahren. Ich so, nee, bei uns gibt's keinen Schalter und hier drinnen Automat kaputt. Und der so, ja, hätten Sie vorher Fahrkarte holen müssen. Ich so, Alter, es gibt keinen Schalter bei uns. Man muss hier einsteigen und hier die Fahrkarten kaufen. Der so, okay, ausnahmsweise auch. Nächstes Mal vorher Karte kaufen. Ich hätte ihn aus dem Fenster schmeißen können. Da hat er die sind so schon unfreundlich. Sein Hund mal ein Video zu gemacht. Was soll ich da noch Neues? Und so begriffsstutzig, Alter. Sagen. Ich hasse die Kontrolleure. Da ist aber der Zug jetzt abgefahren, ne? Warum rosten die Schienen mehr als Elons Cybertruck bei Sonne? Wieso ist alles von der Deutschen Bahn so teuer? Wieso gibt es immer noch verschiedene Verkehrsverbünde? Und vor allem das Ding ist ja, um ein Ticket zu kaufen, hätte ich ja erstmal in die Stadt reinfahren müssen. Mit der Bahn. Sonst hätte ich kein Ticket gekriegt. Damals gab es das noch nicht mit online. Und warum gibt es nicht die eine Bahncard, sondern nur ein ganzes Commander-Deck bestehend aus Bahncard 25, Bahncard 50, Bahncard 100, MyBahncard für Senioren, Jugend, Ermäßigung und alles nochmal als Probebahncard und das Ganze nochmal für die erste Klasse. Natürlich sparst du mit der entsprechenden Karte den jeweiligen Prozentpreis auf gewisse Tickets. Ich war damals immer überfordert an den Automaten. Da gab es tausende verschiedene Dinge und ich wusste nie, was ich nehmen soll. Aber nur, wenn du wirklich regelmäßig Zug fährst. Ansonsten ist es wie ein Netflix-Abo, bei dem du nur den Anmeldebildschirm guckst. Und ja, wow. Du kannst mit der Bahncard 100 kostenlos fahren. Aber wie kostenlos ist etwas wirklich, wenn die zweite Klasse-Version 4.500 Euro und die erste Klasse 7.700 Euro kostet? Ich kann gut nachvollziehen, warum die Schulden haben. Mir sind auch die Gesichtszüge entgleist, als ich den Streckenpreis Berlin-Hamburg über Jahre gesehen habe. Es hat sich ausflationiert, Deutsche Bahn. Und trotz solcher Preise macht die Bei uns eine 12-Kilometer-Strecke einfach 4,50 Euro. Vielleicht mittlerweile, 4 Euro. Ein Kumpel sagt immer, 4,20 Euro oder 50 kostet mittlerweile. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber zu meiner Zeit, als ich zum letzten Mal Bahn gefahren bin, was schon sehr, sehr lange her ist, vielleicht sogar schon 10 Jahre oder so, lag es bei 3,90 Euro. Und das war schon übertrieben teuer für gerade mal 2 Zonen, die 12 Kilometer lang ist. Deutsche Bahn mittlerweile über 50% ihrer Umsätze im Ausland. Das letzte Mal, dass wir so viel im Ausland unterwegs waren, wurde nicht auf Schienen, sondern auf Ketten gefahren. Oh. Und der Rest der Einnahmen der Deutschen Bahn kommt auch durch ganz... Das Witzige ist ja sogar, wenn ich in die andere Richtung fahre, das sind 6 Kilometer, ist eine Zone, eine einzige... Oder nee, es sind auch 2, oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee, es sind glaube ich auch 2. Mit dem Bus habe ich da 1,90 gezahlt. Mit der Bahn... Aber 3,90? Und ich frage den Kontrolleur so, warum ich überhaupt hier mehr zahle als im Bus. Und der so, ja, weil halt die Bahn schneller ist. Ich sag so, nee, der Bus ist eigentlich schneller, weil die Bahn muss ja noch hier und da und da. Und der Bus fährt einfach nur durch. Und der so, ja, aber trotzdem, weil wir sind halt Service. Ich so, was? Andere eigene Unternehmen. Und ach, das sind gar nicht so viele. Die haben nun eine ganz eigene Wikipedia-Seite mit mehreren hundert Einträgen. Darunter zum Beispiel Bahn Connect, der hauseigene Car- und Bike-Sharing-Service, wenn der Zug mal wieder ausfällt. Du kannst dir dein Fahrrad bei der Deutschen Bahn leihen. Kommt das dann so an? Was? Da ist ja kein Fahrrad. Bis es ankommt, brauche ich es nicht mehr. Oder du kaufst dir direkt ein Auto im DB-Autohaus. Mann, kann ich hätte ein Angst. Auto bei der Bahn Junge, kaufen. Du startest das Auto und der musst jetzt erstmal eine halbe Stunde warten, bis der Motor wirklich angeht. Offen. Die können nicht mal auf den Schienen fahren. Was machen die denn jetzt mit einem Lenkrad? Junge, ich krieg die Flasche nicht. Die Deutsche Bahn begrüßt alle Reisenden recht herzlich im Regionalexpress. Oder schon mal von DB Energie gehört? Muss man nicht kennen. Ist ja nur der 5. größte Stromversorger Deutschlands. Aber wenn...
Also muss ich das Licht schon gestern anmachen, damit ich es heute hab. Wenn ich mal meinen Casio-Taschenrechner aufladen will, platzt direkt der Zug. Und vor der DB Broadband GmbH... Was? ...hab ich Angst. Lädt mein YouTube dann ein... ...mit 25... ...Verspätung. Aber liebe Lokomotiven und... Also ich weiß nicht, wie lange es dann dauert, ehe dein Geld ausgezahlt wird, aber ich würde es nicht riskieren. Lokomoralapostel, ich hab euch GDL. 6 Monate. Ganz doll lieb, denn die lieben Mitarbeiterinnen der Deutschen Bahn können einfach nichts dafür, wo wir heute stehen. Aber das stimmt. Ist ja das Problem. Wir stehen. Aber die Mitarbeiter in der Bahn drin, die Kontrolleure, können was dafür, dass sie so unfreundlich sind. Die und Bahn schlechten früher. Service geben. Alle reden das vom selber, oder? Wir nicht. Wir fahren immer. Mm-mm. Die Bahn heute. Mm-mm. Okay, ich hab Angst. Ach, wie schön. Das ist längst vorbei. Trotzdem. Das ist Weihnachten. Ey, das kommt bald wieder, ja? Hey, wir haben März ist bald vorbei. Ja. Wie schnell vergeht die Zeit eigentlich? Alter, was geht hier ab? Schnee und wir fahren immer? Das stimmt so überhaupt nicht. Mm-mm. Hab ich noch nie wirklich... Gut, vielleicht früher, wenn der Schnee nur 2 Zentimeter hoch war. Danach haben sie sich nicht getraut. Der Beitrag seit... Immer über unsere Bahn kommen wir zu dem alternativen Twist in diesem Video. Natürlich gehöre ich jetzt zum engen Kreis. Bestehen aus ungefähr 10 Menschen, die so ein Ding gekauft haben und getestet wird das Ding auch noch schön unter meinen Backen. Aber mit der Kraft der virtuellen Realität und der Möglichkeit, Dinge im Internet zu bestellen, haben wir im Deutsche Bahnshop noch mehr unnötig Geld versenkt. Für oh euch, um oh zu testen. Nein. Und warte zu mal, wie viel? Wie viel? Hallo? Ich kann das Video nicht mehr starten. Hier im Deutsche Bahnshop noch mehr unnötig Geld versenkt. Für euch. 216 Euro, oh mein Gott. Oh nein. Euch, um zu testen und zu lachen und um zu weinen. Na? So, kommen wir doch direkt zum Hocker. Hocker Maxit. Toller Name, Telescopic. Das ist für euch ein Teleskop, Digga? Da ist einfach so eine Sprungfeder drin. Das ist doch mal dreimal sitzen kaputt. Herzlich willkommen zum Deutsche Bahntest. Tragbarer Teleskophocker, der durch Drehen auf eine Höhe von 75 cm ausgefahren werden kann. Dank 9 Arretierstufen ist der Maxit für jede Situation und Körpergröße geeignet. Die Frage ist, kann mein Fettarsch da drauf sitzen? Wir haben es im Intro schon bewiesen. Die Antwort ist, ey, Premium, oder? Der die Frage ist, wie lange? Ist extrem stabil. Mit einer Tragkraft von bis zu 180 Kilo? Ob als Berufspendler in stetig überfüllten Zügen oder in Warteschlangen am Flughafen, beim Camping, auf Konzerten, im Park, beim Picknick, beim Angeln? Deutsche Bahn, wie viele Hobbys soll ich noch haben, Alter? Ich fahr mit euch Zug. Ich hab keine Zeit dafür. Geliefert wird der Maxit mit einer Eigentlich schon, solange wie man auf den Zug warten muss. Tragetasche, die gleichzeitig als Kissen verwendet werden kann und eine Halterung für eine Dose integriert hat. Okay, das Was? Ist das Sitzkissen. Okay. Wahnsinn. Und das ist die Halterung für die Dose? Das ist eine Tüte. Naja, ich werde meinen Prachthintern hier nochmal drauf versenken. Wir wollen es ja richtig testen. Wenn es so voll ist, dass es keine Sitzplätze mehr gibt und überall Menschen stehen, nehme ich jetzt das Doppelte von mir ein. Ist das der Gedanke dahinter? Ja, und dann kommt keiner mal durch den Gang und du kriegst Ärger, weil keiner mal durchlaufen kann. Vollkommen sinnlos. Das ist jetzt cool, oder? Weil die regen sich ja manchmal schon auf, wenn du im Gang stehst bei der Bahn. Wenn kein Platz mehr frei ist. Wir hatten das früher sehr oft, wenn wir zur Schule fahren mussten, dass früh um 6 Uhr der Zug überfüllt war. Manchmal so voll, dass er nicht mal mehr einen an unserem Bahnhof mitgenommen hat. Also das war schlimm. Da kam der Zugführer raus, sagt, ja wartet bitte, gleich kommt noch einer. Hm, gleich, eine halbe Stunde später. Kacke. Für 29,90 Euro. Naja, toll. Mega, also von mir gibt es 3 verspätete ICEs in Köln. Dann kann man sich da natürlich auch kleine Miniaturen kaufen, wie zum Beispiel diesen ICE, ist natürlich ein ICE-4-Kopf, kann man sich da gönnen. Ist das nicht toll? Da kannst du ein Modell zu holen, Alter, der wirklich fährt. Und dann wird er, weißt du, weil der geteilt wird. Modelleisenbahn, nicht mein Kind. Ach so, ist schon Modelleisenbahn. Okay, cool. Spaß macht. Ich versaue da nichts. Jetzt kommen wir zu etwas, Nächste? Was mich irritiert hat. Sonst wäre der Preis nicht gerechtfertigt, Alter. Hab ich drüber nachgedacht. Und dann habe ich verstanden, warum man das als Deutsche Bahn-Nutzer auch durchaus mal gebrauchen kann. Die Deutsche Bahn Blackroll! Wie, was? Das ist von der DB, fragst du? Klar, Alter, das ist der DB, steht hier in dem Fall nicht für Dragon Ball, sondern für Deutsche Bahn. Und was macht das? Gotta catch them all, am I right? It is eine Faszienrolle, ja? Also für dich, du bist jung, da rollt man sich drauf, wenn der Rücken wehtut, okay? 9,90 Euro. Das mache ich in der Bahn dann. 9 Euro! Das ist eine Mega-Qualität.
stinkt fast gar nicht. Der Faszienball ist eines der beliebtesten Produkte von Blackroll, weil du ihn nicht nur für die Selbstmassage, sondern auch als Trainingsgerät nutzen kannst, um deine Muskeln zu entspannen und zu kräftigen. Ey! Hey, soll ich dir mal meine Blackroll zeigen? Warte. Häufig werden die Schmerzen durch Fehlbelastung oder einseitige Körperhaltung verursacht. Aufgrund der kleinen Oberfläche kannst du die Schmerzpunkte mit der Black Roll Ball 08 gezielt massieren. So, und los geht's. Ich hab Arschschmerzen, Rückenschmerzen. Los geht's! Ah, oh, oh, oh nee, oh, fuck, oh. Ich hab's mir fast gedacht. Oh, nee, oh, oh, nee, der tut weh. Ah. Ach, Wahnsinn. Ey, Deutsche Bahn, Alter, ihr könnt mir einen neuen Rücken kaufen. So einen Ball benutzt man doch safe anders, der sticht mir einfach hinten rein. Ja? Also, die machen mir so den hier. Das war ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und deswegen kommen wir jetzt zu ein bisschen was Entspannterem, würde ich sagen. Was sagt Junge. Mehr als Deutsche Bahn als das Deutsche Bahn Kegelset? Why? Ja. Falls du mal wieder Langeweile in der Bahn hast, kannst du gegen spielen. Es ist ein Kegelset. Warum, weiß ich nicht. Ich baue erstmal auf. Kegeln macht sowohl Erwachsenen als auch Kindern Spaß. Eine Minute lang. Bis man merkt, man hätte auch bowlen gehen können. Ganz ehrlich. Spielen Sie zu Hause mit der Familie? Im Park oder fordern Sie den Gast Ihrer Party heraus? Kommt halt drauf an, wie viel das gekostet hat, Alter. Also los geht's! Einfach die handgefertigten Pins aus Kiefernholz. Oh, wow. Aufstellen, einen Wurfpunkt festlegen und schon kann es losgehen. Das Set enthält 9 Pins und 3 Kugeln, inklusive Baumwollbeutel und Regelheft. Ja, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum. Warum? Los geht's. Ich meine, stellt euch vor, euer Zug hat Ultraverspätung und ihr steht am Gleis oder ihr steht im Zug. Was soll man da machen außer Kegeln? Das ist doch nicht die kleine Kugel. Werfen? Beim Kegeln? Ja! Yeah! Okay, ich kegel einmal richtig noch. Alle auf einmal. Ich hab's immer falsch gemacht. All in. So heißt das beim Kegeln, das wissen viele Leute nicht. 39,90 Euro. Da kannst du wirklich richtig Bowling spielen gehen, Alter. Da zahlst du weh, da kriegst du 2 Stunden, fast 3. Ich meine, da ist gute Kiefer drin. Das ist hier, damit kannst du noch jemanden, ne, wenn dir dann einer blöd kommt. Haben sie dann auch... nicht mittlerweile bei uns auch schon teurer geworden ist. Auch ein Ticket Doing, Alter, so, ne? Hab ich da eine Bewertung fürs Kegel? Aber damals kam bei uns immer eine Stunde 15 Euro. Alle 9 hat das Kegelset sich verdient. Wir machen weiter. Ich kann das nicht. Und zwar kommen wir jetzt zu etwas, was viele von uns wahrscheinlich brauchen. Den Knigge für Eisenbahner und Fahrgäste. Ein Knigge ist ja so ein Benimmheft. Da steht quasi drin, was man tun und lassen soll. Und das kostet nur 10 Euro. 10 Euro und 1 Cent, sehr wichtig. Warum? Der 1 Cent ist fürs Gefühl. Hör zu jetzt. Was? Die Macht des Bahnhofvorstehers und des Schaffners. Also ich finde das ja mit den 99 Cent immer total bescheuert. Aber das liegt halt daran, dass viele dann denken... Ah, 3,99, das ist ja viel billiger als 4 Euro. Ist wirklich so, hat man uns damals in der Schule auch so erklärt. Aber ich finde es bescheuert mit den 9, die ganzen Cent können sie sowieso abschaffen. Ich finde, 1 Cent weg, 2 Cent weg und 5 Cent weg, die braucht kein Mensch, Alter. Ich habe mir ja wirklich so eine Mütze gekauft und die war wirklich verflucht teuer. Hier der Preis, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber die war scheiße teuer. Der Fahrgast hat die Pflicht, sich auf dem Wagen sofort festen Halt zu verschaffen. Notbremse, Griff nur bei Gefahr ziehen. Jeder Missbrauch wird bestraft. Digga, selbst wenn es brennt, würde ich nochmal überlegen, ob da nicht die deutsche Justiz um die Ecke kommt. Ja, also es ist ein Buch. Die 10 Euro waren wasted. Wir machen weiter. Das Ding ist, bei der deutschen Justiz, ja, solange du nichts gemacht hast, kannst du davon ausgehen, dass du auf jeden Fall sehr hart bestraft wirst. Also tu lieber immer was. Wir haben noch was Tolles. Erstmal muss ich... Im Sinne gegen das Gesetz musst du was tun. Hier nochmal dazu sagen... Dann kannst du auf jeden Fall damit rechnen, dass du davon kommst. Unterwegs genießen steht da drauf. Es ist eine Tasse... 99, da krieg ich eine Mario-Tasse, Mann. Reinpassen. Und die sieht besser aus. Wahnsinnig. Aber damit wir deswegen nicht hydrierungsgefährdet werden, habe ich was gekauft. Sogar billiger. Als die Aktion bei Teddy war mit den Mario-Tassen, da, die gab es für 5 Euro, glaube ich. Und zwar was ganz Besonderes. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, ob das so mit angeboten wird, weil das Bordbistro ja durchaus nicht immer zuverlässig funktioniert oder gefüllt ist. Dann gibt es manchmal nur ein Snickers oder gar nichts. Und deswegen habe ich mir einen Smooth to Go geholt. Wir haben 29,90 Euro dafür ausgegeben und das Ganze ist ein Mixer. Aber ich habe so einen Mixer, sondern da fliegen die Löffel weg, wenn du das siehst. Das ist ein akkubetriebener Smoothie Maker, weil was könnte man mehr brauchen als einen Smoothie Maker in der zweiten... Wie willst du das große Glas füllen, wenn du nur so ein kleines zum... Was? Da kannst du das große bestimmt auch draufstecken, oder? Weil sonst wäre es ja schwarz drin, Alter. Klasse. Neben dem Mann, der sich einen Döner reinpfeift. Wir wollen gesund bleiben. Das Ganze kommt natürlich auch mit Micro-USB. Wir hassen Micro-USB.
Die Deutsche Bahn ist in der Technik sogar zu spät. Wir probieren mal Banane aus. Und zwei Stücke, also da kann ich, da wirklich, ich. Also toll, ich habe drei Stücke Banane reingemacht, der ist voll. Noch eine Stunde Äpfel. Ein bisschen Wasser noch und dann geht's los, oder? Aber wenn der Milch auf seiner Bahnfahrt machen will, lost. Drücken Sie und halten Sie den Einschalt für 2 Sekunden. Ich hab's noch nie mit Wasser probiert, aber. Startet automatisch. Bist du an jetzt? Ich werde mir hier keinen Smoothie machen können, fürchtig. Ich glaube, Dominik muss kommen. Der geht nicht. Doch, der geht. Was muss ich machen? Du bist so stark, Alter. Jetzt hast du richtig. Oh. Oh! Du hast aber doch mit einem Kilometer mehr reingedreht, okay? Ja. Das ist toll, Smooth to go. Das so. Kann Oma auch benutzen, wenn sie einfach die Stärke von John Cena einfach mal kurz in sich channelt. Du musst richtig schön zudrehen, dass der weiß blinkt. Ich hätte Angst, dass ich es zerbreche, Alter. Jetzt blinkt der auch weiß. Oh. Damit sehen wir in der ersten Klasse, im Ruheabteil. Wie geil fändest du das, wenn neben dir auf einmal jemand sitzt und der sagt, so. Jetzt mache ich mir erstmal einen Smoothie. Und krieg's nicht mehr auf. Hervorragend. Mega, danke schön. Naja, weil du das ja so liebst, kannst du den ja bitte mal mit nach oben nehmen und sauber machen, oder? Mm. Kannst du auch der Kleine gleich mitnehmen? Das war wirklich, also dass du gekommen bist, hat das Video gerettet. Dann hätte ich keinen Smoothie bekommen. Zusammenfassend kann man also Video sagen, beendet, weil kein Smoothie. Bahn will dein Geld mit ziemlich vielen Dingen, die ziemlich wenig mit Bahnfahren zu tun haben. Was? Soll ich mit einer Catering-Box aus einem 10L Schlafwagen für 50 Euro? Das Metalldesign der Box schafft einen attraktiven Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch. Ich denke nicht, dass das... Ja, ein Blickfang fürs schlechteste Design, okay. Das kann ich noch nachvollziehen. Könnt mir kaum was Schöneres vorstellen, als einen alten metallfarbenen Kasten der Lokomotiv-Saftschubserabteilung in die Wohnung zu stellen. Wenn es schon die Deutsche Bahn ist, warum haben die dann das Ding nicht in der Bahn... Also in der Bahn designt? Das wäre geil gewesen. So ein Zug oder so eine alte Dampflok. Das ist der nächste Schritt, dass ich mir einen ganzen Zug kaufen kann. Ja, es gibt eine Auktionsseite, wo die ihr Altmetall verkaufen. Oder ein ganzes Boot. Oder alte Schienen. Also das Boot zu steigen, hätte ich Angst. Da sind die alle hin. Also bitte, bitte, kauft da ordentlich ein, schmeißt euer Geld aus dem Abteilfenster raus und sorgt dafür, dass der Deutschlandtakt planmäßig 40 Jahre später kommt. Was? Vielen Dank. Was? Deutsche Bahn sagt erst 2070 komplett. Junge, da lebe ich nicht mehr. Also, ihr lebt das nicht mit. Scheiße, Mann. Oh mein Gott, war das krank. Naja, ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.